Kennst du Joseph Figlock? Schon mal von ihm gehört? Wahrscheinlich nicht, oder? Joseph war ein Straßenkehrer in den USA im letzten Jahrhundert. Und im Jahr 1937 hat Joseph eine Straße gerade gebaut, gereinigt. Und er ist dort unter einem Gebäude und hört auf einmal ein Schreien. Über ihm ist ein kleines Kind, das im vierten Stock spielt und dann fällt. 5 Meter, 10 Meter, 12 Meter tief auf Joseph Figlock. Beide überleben, aber verletzt. Ein Jahr später, Joseph Figlock ist wieder unterwegs, an einem anderen Ort, eine andere Straße, und er macht wieder irgendwie etwas dort, am Kehren, am Bauen. Auf einmal hört er wieder ein Schreien und da ist der vierte Stock. Wieder sind es 12 Meter und diesmal fällt ein Mädchen von oben. Auf wen? Auf Joseph Figlock. Beide überleben, aber sind verletzt. Eine andere Story aus dem 19. Jahrhundert. Da ist ein Leuchtturmwärter, der sich sagt, ich muss mal wieder draußen hier die Terrasse, die so rostig ist, reinigen. Und er beugt sich zu weit nach vorne und er fällt. 10, 20, 30, 40 Meter tief. Er landet weich auf einem Tier, auf einem Schaf. Das Schaf stirbt, der Leuchtturmwärter überlebt. Jemand gibt sein Leben für jemand anders. Das kennen wir, oder? Jesus Christus ist für uns gestorben. Und mein Wunsch ist es, mein Gebet ist es heute, dass wir diese Liebe Gottes erfahren, aufs Neue, dass wir diese Liebe erleben. Lass uns gemeinsam beten, dass Gott uns heute persönlich berührt und dass wir diesen Ort heute verändert verlassen. Wollen wir das gemeinsam machen? Beten wir gemeinsam. Unser Vater im Himmel, Herr, wenn du nicht zu uns heute redest, sind wir umsonst gekommen. Wenn du nicht da bist und unsere Herzen berührst, Heiliger Geist, dann ist es wieder nur eine andere Predigt, die wir hören. Aber Jesus, wir möchten dich bitten, dass du deine Verheißung erfüllst, das Jeremia 1, Vers 9, dass du deine Worte in meinen Mund legst. Hab Dank dafür, dass du dieses Versprechen erfüllt hast. Im Namen Jesu. Amen. Offenbarung 7, die Verse 13 und 14. Offenbarung 7, Verse 13 und 14. Offenbarung 7, 13. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Was ist Liebe? Was bedeutet es zu lieben und geliebt zu werden? Diese Fragen habe ich mir gestellt. Ich habe lange eine Antwort gesucht. Ich war auf der Suche und ich habe mich gefragt, was ist das, diese Liebe Gottes? Aber lass mich von vorne beginnen mit meiner Geschichte. Ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus und mein Papa, der ist ein Mann des Glaubens, ein Mann des Gebets. Manchmal morgens bin ich da hineingegangen in sein Zimmer und er wollte ungestört ruhig sein, weil das war ihm wichtig. Gott und er, das Zwiegespräch, die Kommunikation. Und oft hat er inbrünstig gebetet, auf den Knien. Ich weiß, auch für mich. Mein Papa war ein Mann Gottes und hatte nicht immer so viel Zeit für mich. Da gab es immer so viel zu tun im Werk Gottes. Aber manchmal, da haben wir gemeinsam Dinge unternommen. Gemeinsam Zeit verbracht in der Natur. Zusammen gespielt. Er hatte immer einen Ratschlag für mich parat. Er war für mich da, wenn ich ihn brauchte. Mein Papa hat mir auch von dem Gott im Himmel erzählt. Von dem Anfang der Schöpfung, von dem Sündenfall, dann wie Gott Adam und Eva nachgegangen ist von der Arche Noah. Und ich fand das alles spannend, alles faszinierend. Aber ich fragte mich, ist das auch mein Gott, an den ich glaube? Ist das dieser Glaube, den meine Eltern haben, auch meine persönliche Überzeugung? Dann gab es noch eine andere Sache in meinem Leben. Ich habe selber Wertschätzung und Liebe erfahren in meiner Familie. Ja, das muss ich sagen. Denn das war so mit meiner Mutter.
Sie wollten Kinder haben, meine Eltern. Man sagte meiner Mutter vor meiner Geburt, dass es schwierig für sie ist, Kinder zu bekommen. Und irgendwann war ich dann doch da. Und es war eine große Freude. Ich wurde heiß erwartet. Und ich war so der Sonnenschein im Haus. Und ich wurde geliebt und angenommen und wertgeschätzt. Nicht nur von meinen Eltern, ja, von der gesamten Sippe, von der gesamten Verwandtschaft. Ich war da, ich war der Sonnenschein im Hause, der Mittelpunkt des Geschehens. Und dann gab es noch eine andere Sache aus meiner Vergangenheit, die hat mich so ein bisschen irritiert. Und ich habe mich gefragt, warum lässt du das zu, Gott? Mein Papa, der ist immer wieder von einem Ort zu einem anderen Ort gezogen. Und wir waren dann dort und ich habe mich akklimatisiert, angefreundet. Und ich war dann zu Hause, habe mich da irgendwie, ja, im Netzwerk, ich habe mich da gefunden und dann musste ich wieder weiterziehen. Das war nicht so schön für mich. Aber Papa sagte mir, das ist Gottes Plan. Dafür ist er berufen, deswegen ist er hier, weiterzugehen. Und eines Tages, da ist etwas ganz Komisches passiert in meinem Leben. Das werde ich nie vergessen. Ich ging zu Papa morgens, ich weiß nicht, ob es morgens war, vielleicht war es auch ein anderer Zeitpunkt. Ich ging zu ihm, er war gerade am Beten. Und während ich dort ankam, merkte ich, ich sollte eigentlich nicht stören. Und Papa wischte sich verstohlen eine Träne aus den Augen. Und irgendwie war es anders, dieses Gebet. Ich fragte, Papa, ist alles okay mit dir? Du, was ist los? Und er sagte, du, Sohnemann, Gott hat mir seinen Plan offenbart. Er hat etwas Besonderes mit uns vor. Ja, was denn, Papa? Ich erzähle dir das morgen. Wie wäre es, wenn wir morgen eine gemeinsame Wanderung unternehmen? Ich dachte mir, toll, ja, Papa und ich zusammen eine Wanderung. Ja, wohin denn? Ja, dort auf dem Berg. Und dann am nächsten Morgen schlief Mama noch. Und wir sind dann los, in aller Früh, auf den Berg. Und Papa war so geheimnisvoll ruhig. Ich fragte mich so, was ist hier los? Was passiert hier? Und dann waren wir oben auf dem Berg und hat Papa zu mir gesagt, du, Sohnemann, jetzt muss ich dir erzählen, ich möchte dir jetzt den Plan Gottes offenbaren. Gott hat mir gesagt, ich soll dich hier und jetzt töten. Und ich verstand die Welt nicht mehr. Papa, du willst mich hier auf dem Berg töten? Warum? Was ist das für ein Gott, an den du glaubst? Was soll das? Mein Name ist Isaak. Ich bin der Sohn von Abraham. Bestürzt und erschrocken hörte Isaak von seinem Schicksal. Und ja, er verstand die Welt nicht mehr. Warum? Aber genauso wie Abraham wollte er Gott treu sein. Dann hat er sich fesseln lassen. Er hat gewartet, bis Abraham dort stand. Und Abraham hoffte, dass der Tod schnell ist, schmerzlos. Und dann hat Abraham die Hand ausgestreckt mit dem Messer und war bereit zuzustechen. Und dort liegt Isaak und wartet auf seinen sicheren Tod. In diesem Moment kommt ein Engel, greift ein und da ist das stellvertretende Opfer da. Isaak darf leben. Aber eigentlich ist Isaak doch gestorben, oder? Hier. Er war eigentlich mental, war er bereit zu gehen. Isaak sollte freiwillig, unschuldig, als Brandopfer sterben. Isaak ist so ein Typus. Für wen? Eine Vorausschau, ein Muster, ein Vorbild. Für wen? Für Jesus Christus. Wir hören ja oft Predigten, oder? Aus der Perspektive von Abraham. Aber heute wollen wir einmal uns überlegen, was Isaak da durchgemacht hat. Wie das für ihn war. Und wie hat Isaak diese Liebe Gottes erlebt? Wie hat er sie verstanden? Wie hat er sie erfahren? Was hat das mit ihm gemacht? Ich möchte ein Zitat mit euch teilen aus dem Geist der Weissagung auf der Seite 132, Patriarchen und Propheten. Und dort steht, Gott gebot Abraham, seinen Sohn zu töten, um ihm das Evangelium zu veranschaulichen. Abraham sollte durch eigenes Erleben etwas von der Größe des Opfers begreifen, das der unendliche Gott für die Erlösung der Welt bringt. Nicht nur Abraham, sondern auch Isaak sollte diese Liebe Gottes erfassen, erleben und verändert von diesem Ort gehen. Was ist Liebe? Was bedeutet, geliebt zu werden und zu lieben? Ich möchte mit euch gerne diesen Text einmal lesen und studieren, 1. Mose 22, und das Wort aufschlagen. 1. Mose 22. Heute ist unser Thema das Blut des Lammes, die Liebe Gottes.
Und die finden wir in dieser Geschichte, 1. Mose 22, die Verse 1 bis 14. Erste Mose 22, ab Vers 1. 1. Mose 22, ab Vers 1. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm in das Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er das Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Nach 3 Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seiner beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer, während die beiden zusammen auf den Berg stiegen. Da fragte Isaak, Vater, ja, mein Sohn, wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie an eine Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar, schichtete das Holz darauf, er fesselte seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn im Himmel, Abraham, Abraham, ja, antwortete er, ich höre, lass es sein, sagte der Engel, tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern an einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht, deshalb sagt man auch heute noch, auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Ich weiß nicht, ob du schon einmal versucht hast, hier die Parallelen zu finden zwischen Isaak und Jesus Christus. Ich habe das gemacht, ich habe mich hingesetzt, ich habe das studiert, diesen Text, und ich habe mindestens 10 Parallelen entdeckt. Vielleicht findest du sogar noch mehr. Heute wollen wir gemeinsam aber über 3 Punkte nachdenken. 3 Parallelen zwischen Isaak und Jesus Christus. Fangen wir an. Der erste Punkt, Jesus Christus starb freiwillig. Isaak sollte freiwillig sterben. Wir gehen nochmal rein in den Text, 1. Mose 22, Vers 9. Und als sie an den Ort kamen, dem Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar, tat das Holz drauf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Wie alt war Isaak damals? Habt ihr eine Idee? 17, 18, 20? Ja, er war so um die 20 Jahre alt, tatsächlich. Haben wir jemanden heute unter uns, der so 20 Jahre alt ist? Genau 20? Um die 20? Okay, oh, da vorne, super. Okay, also 20 Jahre, junger Mensch in seiner, ich sag mal so, erwachsenen Alter, in der Blüte seines Lebens, stark, kräftig. Da stellen wir uns den Isaak hier vor. Und der Isaak ist derjenige, der auch was trägt? Das Holz, das Gewicht. Und wahrscheinlich hat der Isaak auch hier dem Abraham geholfen, den Altar aufzubauen. Und wie alt war der Vater Abraham hier? Habt ihr eine Idee? Ja, genau, so um die 120 Jahre alt. Haben wir heute jemanden unter uns, der 120 ist? Okay, eine Person. Also 120 ist schon wirklich, ja, alt. Okay, damals könnte man sagen, ja, mit 120 waren die Menschen nicht so super alt, wie wenn heute jemand 120 wäre. Aber wir wissen aus der Geisterweissagung, dass der Abraham wirklich betagt war. Er war auch körperlich schon so mit seinen Kräften nicht mehr so der Fitteste. Und dann ist diese Szene und ich frage mich, wieso hat Isaak das freiwillig auf sich genommen? Ich meine, Abraham war ja ein alter Mann. Und hätte Abraham den Isaak erstmal, musste ihn erstmal ausnocken? Natürlich nicht. Kampfunfähig machen? Überhaupt nicht. Isaak hat freiwillig mitgemacht. Wahrscheinlich hat er sogar seinem Vater geholfen, sich fesseln zu lassen. Und Isaak hat seinen Vater unterstützt bei dieser Handlung. Da war keine Gegenwehr, kein Auflehnen, keine Rebellion. Und selbst im letzten Moment, wo
jetzt Abraham zustechen wollte mit dem Messer, was hat Isaak gemacht? Er ist dort geblieben, hat Gott vertraut. Isaak wollte freiwillig sterben. Und diese Prüfung war für Isaak mindestens genauso schwer wie für seinen Vater Abraham. Isaak sollte freiwillig sterben, Jesus starb freiwillig für uns. Wir gehen in den Text in Johannes Kapitel 10, Vers 17 und 18. Ich muss euch sagen, ich verstehe das nicht, warum Jesus freiwillig für mich, für uns gestorben ist. Für mich unerklärbar. Also wer bin ich, dass Jesus für mich stirbt? Johannes 10, die Verse, was haben wir gesagt, 17 und 18. Jesus starb freiwillig. Und dort lesen wir, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Und da denken wir an die Situation aus Johannes Kapitel 18, die Verse 4 bis 6, wo Jesus kurz seine göttliche Vollmacht gezeigt hat. Und was ist dann passiert mit den Menschen? Boom, ja, mit den Feinden Jesu. Sind einfach kraftlos auf den Boden gefallen. Oder an die Worte aus Matthäus 26, Vers 53. Und dort sagt Jesus, oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie viel sind das? Ungefähr 80.000 Engel. Ist richtig viel, oder? Wie viel geballte Macht haben 80.000 Engel denn, bitteschön? Jesus starb freiwillig für uns. Jetzt frage ich mich, warum? Warst du schon einmal irgendwo am Meer? Wer war schon einmal am Meer? Wahrscheinlich die meisten von uns. Ja, ich liebe das Meer. Ich weiß, mit meiner Frau auf den Liparischen Inseln, da ist mehr Fels als Sand, aber es gab da in Panaria auch so einen kleinen Sandstrand und wunderschöne Insel. Wenn man dann so einmal in den Sand hineingreift und dann den Sand in den Händen hält, könnte man ja mal anfangen oder wäre versucht, die Sandkörner zu zählen, oder? Wie lange wird man brauchen, bis man alle Sandkörner gezählt hat? Manchmal stelle ich mir das Universum so vor wie Sandkörner. Und da gibt es ein Sandkorn im Universum, da gibt es eine Rebellion, ein Problem. Da ist Satan am Wüten, der hat die Menschen verführt. Und Gott dort oben, er steigt, ja, Jesus Christus, in dieses eine Sandkorn hinein, um uns zu erlösen. Was für einen großartigen Gott haben wir. Wie viel wert bist du? Hast du schon einmal etwas auf eBay ersteigert? Kennst du eBay? 3, 2, 1, meins, oder? Da kann man so ein bisschen mitbieten. Und stell dir mal vor, du würdest dort auf eBay zur Auktion freigegeben sein. Wie viel würden die Menschen auf dich bieten? Wie viel würde Jesus für dich bieten? Wie viel hat er gegeben? Hast du schon einmal ein Montagsauto gekauft? Kennst du das, diesen Begriff, Montagsauto? Also du meinst, du machst den Deal deines Lebens, also das beste Angebot, ja, und du meinst, du hast jetzt wenig Geld ausgegeben für ein super Auto und dann kaufst du das Auto und du fährst nach Hause. Auf einmal merkst du, ups, da ist ein Motorschaden und jetzt ärgerst du dich extrem und sagst, ich bin jetzt reingefallen auf diesen Verkäufer und du fragst dich, warum? Wusste Jesus, was er bekam, als er dich kaufte, mitbot, den Preis für dich bezahlte freiwillig? Wusste er, was er erhielt? Ja oder nein? Ich meine, du kaufst ja kein Montagsauto, wenn du weißt, dass es ein Montagsauto ist, weil du willst ja gerne ein Auto haben, das funktioniert. Aber Jesus, er wusste doch, was passiert in deinem Leben, als du 16 Jahre alt warst, oder? Wo du gesagt hast, Jesus, tut mir so leid, aber dann ist es doch wieder passiert und immer, immer wieder. Jesus hat sich dennoch für dich entschieden. Warum? Weil du so einzigartig, wertvoll und besonders bist in den Augen Jesu. Keiner im Universum ist so wertvoll, so wie du. Und jetzt sagen wir mal, Moment mal, Daniel, kann man nicht noch ein bisschen was zur Liebe Gottes hinzufügen? Ich meine, wenn wir ja, so uns an die 10 Gebote halten, wenn wir treu unseren Zehnten zahlen, wenn wir uns für den veganen Lebensstil entscheiden, wenn wir Menschen zur Taufe begleiten, liebt Gott uns dann nicht noch ein bisschen mehr? Gott liebt uns immer gleich. Immer. Auch wenn wir Gott enttäuschen, wenn wir sündigen, wenn wir alle Gebote übertreten, Gott liebt uns immer gleich. Deswegen hat er sich für dich entschieden, weil du als Mensch einzigartig, besonders und wertvoll bist. Vergiss das Geld auf deinem Konto. Vergiss dein Aussehen, deinen Instagram-Account. Vergiss deinen Dienst in der Gemeinde. Und all das, was du jemals getan hast, was du bist, oder was du aus eigener Kraft erreicht hast. Du bist wertvoll, weil du Mensch bist, weil du ein Geschöpf Gottes bist, weil Jesus dich erschaffen hat. Ich glaube, das ist für uns
wichtig für einige von uns, vielleicht sogar für alle. Denn wir manchmal neigen dazu, dass wir uns definieren über unsere Werksgerechtigkeit. Aber Jesus hat den Preis für uns bezahlt. Wir können nichts hinzutun. Du bist einzigartig und wertvoll. Eine wahre Geschichte. Kim war voller Vorfreude. Sie hatte gewonnen. Beziehungsweise ihr Mann hatte im Lotto gewonnen. Zum zweiten Mal. Und diesmal war er Millionär. Aber Kim hatte noch einen anderen Liebhaber. Sie war in einer Affäre verwickelt. Und sie wollte gerne ihren Liebhaber und das Geld von ihrem Ehemann. Und dann hat sie überlegt, wie komme ich an das Geld? Naja, ich lasse meinen Mann umbringen, ich werde ihn töten lassen. Und dann hat sie es arrangiert, ja, tatsächlich so ein Gangster angerufen, der die Mafia im Stil da kontaktiert. Und dann hat der Sohn das immer mitbekommen. Der Sohn hat dann die Polizei eingeschaltet, natürlich auch den Papa informiert. Und dann hat man dann der Mama, die das Geld wollte, den Millionengewinn, und ihren Liebhaber haben wollte, aber den Papa umbringen wollte, dann hat man diesem Mann, Entschuldigung, hat man der Frau, der Kim, eine Falle gestellt. Dann bei der Bezahlung ist dann die Polizei erschienen und hat dann tatsächlich die Kim mitgenommen, eingesackt und sie wurde verurteilt und kam ins Gefängnis. Jetzt, wer von euch ist verheiratet? Stell dir vor, dein Partner würde deinen Besitz wollen, dein Geld, alles was du hast, und würde mit einem anderen Liebhaber abhauen und dich gerne umbringen wollen. Was würdest du tun, wenn dein Partner erwischt wird und dann im Gefängnis landet? Ich sag dir, was dieser Mann, der Ehemann von der Kim, getan hat. Er hat gesagt, ich möchte meine Frau wieder zurückhaben. Ich möchte sie wieder erobern. Ich möchte sie wieder bei mir haben. Und er hat sie besucht im Gefängnis. Und dann ist er das erste Mal hingegangen, das zweite, das dritte Mal. Er hat Blumen mitgebracht, er hat Geschenke mitgebracht. Er hat gesagt, Kim, 21 Jahre lang waren wir verheiratet. Und ich weiß, die letzten Jahre waren nicht schön. Und es tut so weh, was du mir angetan hast. Aber weißt du, ich liebe dich bedingungslos. Und ich möchte für unsere Ehe kämpfen. Und er hat dann sich entschieden, seine Frau freizukaufen aus dem Gefängnis. Sein Lottogewinn hat er eingesetzt, den Millionengewinn. Und dann wurde sie auf Kaution freigelassen, die Kim. Was meint ihr? Was hat das mit der Kim wohl gemacht? So eine Liebe. Unfassbar, oder? Jesus hat dich auch freigekauft, weil du so einzigartig, wertvoll und besonders bist. Und er hat das freiwillig getan. Isaak sollte freiwillig sterben und Jesus starb freiwillig für uns. Kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus starb unschuldig. Isaak sollte unschuldig sterben. Wir möchten gerne nochmal hineingehen ins Wort Gottes. Und dort waren wir in 1. Mose 22 und jetzt Vers 2. Jetzt wird es spannend. Hier im Hebräischen, in der Grammatik hier, sehen wir eine Spannung, eine Dramatik im Text. Vielleicht fällt euch das auf. 1. Mose 22, Vers 2. Und dort steht, nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du lieb hast. Wir sehen eine Entwicklung, oder? Im Text. Und dann auf einmal kommt das Wort Brandopfer. Und Abraham fragt sich, ist das dein Ernst, Gott? Hast du gerade wirklich zu mir geredet? Bilde ich mir das ein? Abraham war total verunsichert. Er verstand die Welt nicht mehr. Weil er immer wieder sich überlegt, ist das wirklich Gott, der zu mir redet? Aber Gott hat seinen Plan Abraham immer wieder offenbart. Und Abraham wollte Gott treu sein in dieser Prüfung. Einziger Sohn, Isaak, den du lieb hast, und das Brandopfer. Ich frage mich, wie war es wohl für Isaak, als er das hörte, dass er jetzt sterben sollte? Auch unvorstellbar, oder? Wahrscheinlich war er fassungslos, kurz vor der Ohnmacht. Und jetzt frage ich mich, wie war das für die nicht gefallenen Welten, für die Engel im Universum, als sie hörten, dass Jesus Christus sich entschied, für uns zu sterben? Auch unvorstellbar, oder? Da waren die Engel wahrscheinlich auch fassungslos. Sagten, Jesus, du bist bereit, in dieses Sandkorn einzusteigen und für diese Menschen zu sterben, für diese Sünder? Die Engel haben vielleicht sich auch gefragt, warum tust du das, Jesus? Das ist ein unglaublich großes Risiko. Aber Jesus hat es dennoch getan. Er starb freiwillig und unschuldig. Und dass der Isaak hier unschuldig ist, brauchen wir gar nicht erklären aus dem Text. Er war der Sonnenschein des Hauses. Alle haben sich erfreut an ihm. Er war die Verheißung, er war die Garantie, dass Gottes Versprechen sich erfüllen. Und dennoch sollte er unschuldig sterben. Jesus starb unschuldig.
In Lukas 23, Vers 14 lesen wir, wie Pilatus sagt. Lukas 23, Vers 14. Lukas 23, Vers 14. Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abtrünnig. Und siehe, als ich ihn vor euch verhörte, habe ich an diesem Menschen, was sagt der Text? Keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Und dann der Schächer am Kreuz in Lukas 23, Vers 41. Und wir haben gerechterweise das empfangen, was unsere Taten wert sind. Aber dieser hat wie viel Unrechtes getan? Nichts Unrechtes getan. Und dann der Hauptmann in Lukas 23, Vers 47. Was sagt der Text? Der Hauptmann, er sah, er sprach folgende Worte. Wahrlich, dieser Mensch hier, er war gerecht. Und für mich ist es ein Geheimnis. Wie ist es möglich, dass hier am Kreuz sich 2. Korinther 5, Vers 21 erfüllt? Wie ist es möglich, dass der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht wurde? Was hat Jesus da am Kreuz wirklich erlebt? Ich glaube, wir werden, meine Lieben, eine ganze Ewigkeit im Himmel das studieren und niemals wirklich begreifen. Was hat das mit Jesus gemacht am Kreuz, als er die Sünde der Welt auf sich nahm, als er zur Sünde wurde? Also jetzt mein eigenes Leben. Ich habe gespürt, wohin Sünde führt. In Enttäuschung, in Hass, in Wut, in Zorn, in Einsamkeit, in Leere, in Apathie, in Selbstmordgedanken. Eines Tages war ich sogar so weit, dass ich überlegte, mir mein Leben zu nehmen, weil alles das keinen Sinn mehr machte, das Leben in Sünde. Aber Gott griff damals ein. Und wenn ich jetzt diese grausigen Gefühle auf Jesus lege und er ist am Kreuz und wird zur Sünde gemacht, wenn er nur meine Sünde trägt, was hat Jesus dort am Kreuz auf sich genommen? Unglaublich. Ellen White sagt dazu, im Leben Jesu auf Seite 753, 754, Jesus konnte, als er die Sünden trug, nicht mehr das Angesicht Gottes sehen. Und seine Seelenqual war so groß, dass er die körperlichen Schmerzen kaum wahrnahm. Weißt du, wie der Tod am Kreuz ist? Dazu später mehr, aber das ist einer der grausamsten Tode, die ein Mensch überhaupt erleiden kann. Extrem langsam, qualvoll. Man möchte gern, dass der Mensch leidet, lange Zeit. Und Jesus nahm diese Schmerzen kaum wahr. Warum? Weil die Sünde so groß war. Der Blick Jesu konnte nicht durch die Pforten des Grabes dringen. Da war keine Hoffnung. Nichts in diesem Moment, wo er vom Vater getrennt war, zeigte ihm, dass Jesus ihn wirklich annehmen würde. Er dachte, diese Sünde ist so groß, dass er für immer von Gott getrennt ist. Und das war das Risiko des Scheiterns. Und Jesus hat seine eigene ewige Existenz aufs Spiel gesetzt. Und er war bereit, auf sein ewiges Leben zu verzichten, damit wir ewig leben können. Verstehen wir das? Ich meine, wir hören es so, oder? Wir lesen das. Es geht doch oft so rein und raus. Er war bereit, seine eigene ewige Existenz, den Himmel einzutauschen, damit du leben kannst. Du und ich. Es geschah im Jahr 1947 in Brasilien. Bei einer sehr schweren Geburt starb eine Mutter mit den beiden Zwillingen. Also die Zwillinge überlebten, die Mutter verstarb. Und der Vater war schon einige Zeit vorher verstorben bei einem Unfall in einem Bergwerk. Und da waren die beiden Zwillinge und keiner wusste jetzt genau wohin. Und da hat man die beiden Zwillinge zur Adoption freigegeben. Und da war der eine, das war der Juan, und da war der andere, das war der Armando. Und der Juan kam in die Familie Frias. Die Familie Frias, das war eine Familie, da waren schon Kinder, die führten so ein ganz normales Leben. Und der Juan fühlte sich dort wohl, zuerst, zu Anfang, bis sich gewisse Dinge änderten. Irgendwann kam dann noch ein neues Kind hinzu von seiner Stiefmama. Irgendwann dann verlor der Stiefpapa seine Arbeit. Und dann waren sie alle auf engstem Raum dort zusammen und es gab nur noch Zoff und Probleme. Und dann hat dann der Juan Ablehnung erlebt von seinen Stiefgeschwistern, auch von seinen Stiefeltern. Und dann irgendwann fühlte sich Herr Frias frei, seinen Sohn Juan männlich zu bestrafen. Und bald haute er ab von zu Hause mit 14 Jahren, beziehungsweise schon früher. Und dann mit 14 Jahren verließ er die Schule. Mit 16 Jahren wurde er in einen Einbruch verwickelt, der Juan, ins Gefängnis geworfen. Und dann mit 26 Jahren tat er etwas Schreckliches. Achtung, Triggerwarnung. Der Juan brauchte unbedingt Geld, hat gesagt, ich werde jetzt Kinder entführen. Hat es getan, ein 3-jähriges und 5-jähriges Kind. Und dann kam das an die Presse, die Medien und die Polizei haben ihn dann gesucht. Und dann hat man ihn in die Enge getrieben. Er sah keine Chance mehr, die Kinder dann
umgebracht und kam ins Gefängnis. Und ganz Brasilien hat damals geschrien, dieser Mensch, Juan soll sterben. Alle warteten auf das Todesurteil. Das ist die Geschichte von Juan. Jetzt kommt die Geschichte von seinem Zwillingsbruder, von Armando. Armando, er wurde auch zur Adoption freigegeben. Er hatte Glück. Er kam in eine Familie, da gab es Geld, da gab es Liebe. Und Armando wurde angenommen, wertgeschätzt. Er war der Einzelkind. Und irgendwann hatte Armando Erfolg gehabt im Beruf. Ein internationales Unternehmen hat er geleitet. Und dann eines Tages, als der Armando gerade in der Mittagspause dort, ich weiß nicht, ob es die brasilianische Bildzeitung war, aber irgend so ein Blatt da gelesen hat, hat er plötzlich sein Bild gesehen in der Zeitung. Und er fragte sich, was ist denn hier los? Ich bin verurteilt? Ich soll sterben? Ich habe diese beiden Kinder umgebracht? Und Armando verstand die Welt nicht mehr. Und er ist dann mit diesem Blatt zu seinen Eltern gegangen und hat gesagt, erzählt mir die ganze Geschichte, ich möchte gerne die Wahrheit wissen. Der Papa war verstört, aber am Abend endlich dann öffneten sich die Eltern und dann sagten sie, Armando, das ist die wahre Geschichte. Du hast einen Zwillingsbruder, den Juan. Wir haben dich adoptiert, Armando. Und die letzten Jahre haben wir dich großgezogen. Hier bist du bei uns. Und Armando hat gesagt, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich. Und er hat dann Urlaub gemacht für 2-3 Wochen und hat sich überlegt, wie kann ich jetzt, wo mein Bruder auf das Todesurteil wartet, für ihn da sein, ihn von der Liebe Jesu erzählen. Und er hat dann einen Plan ausgeheckt. Irgendwie über Netzwerke von Kontakten hat es dann tatsächlich Armando geschafft, seinen Bruder Juan im Gefängnis zu besuchen, 8-mal jeweils 30 Minuten und dann war er da. Aber der Armando hat sich verkleidet. Eine Perücke, einen falschen Bart und der Juan wusste nicht, dass sein Zwillingsbruder jetzt vor ihm war. Und am Anfang hat der Juan nichts getan, er war abweisend, frustriert, verstört. Beim zweiten Besuch hat sich der Juan so langsam geöffnet und fragte sich, vielleicht ist der Fremde doch vertrauenswürdig. Beim dritten Besuch, vierten und fünften Besuch, irgendwann dann hat der Armando ihm von Jesus erzählt, von der Liebe Gottes, dass Gott doch einen Plan für ihn hat. Und schließlich hat er dann seine Maske fallen lassen. Er hat seine Perücke abgenommen und seinen falschen Bart. Und Juan, du siehst ja genauso aus wie... Und dann haben sie über ihre Geschichte erzählt, über ihre Vergangenheit. Dann hat dann der Armando gesagt, weißt du, Juan, Jesus liebt dich. Und ich möchte dir das gerne zeigen. Du verdienst eine neue Chance. Wir beide, du und ich, wir tauschen. Und Juan hat gesagt, das kannst du nicht machen. Ich soll sterben. Ich bin der Mörder. Du bist erfolgreich. Du bist im Leben. Warum sollen wir tauschen? Beim letzten Besuch, beim 8. Besuch, haben die beiden, wo die Wärter gerade weggeschaut haben, die Plätze getauscht. Sich schnell umgezogen. Und dann kam der Tag, an dem die Jury das Todesurteil, was erwartet war, verkündigte und irgendwo brach ein elegant gekleideter Mann im Saal zusammen. Der neue Armando. Und der andere, sein Bruder, er wartete auf seinen Tod. Der Henker kam, der Strick nahm ihn in die Luft und er röchelte und er starb für seinen Bruder. Der neue Armando lebte das Leben von seinem Bruder. Was hat Jesus am Kreuz für uns getan? Er starb unschuldig. Er starb freiwillig für uns, für dich und für mich. 1. Mose 22, die Verse 19 und 20. Isaak sollte als Brandopfer sterben. Jesus starb als Brandopfer, symbolisch. 1. Mose 22, die Verse 19, die Verse 9 und 10. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihn genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und Abraham streckte seine Hand aus, fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Wie sollte Isaak sterben? Als Brandopfer. Weißt du, was ein Brandopfer ist? Ich meine, wir lesen die Geschichte so oft, oder? Also Isaak sollte sterben und dann... Aber weißt du, was ein Brandopfer beinhaltet? Wollen wir das Wort Gottes mal hier an einem Beispiel von einem Bullen näher mal beleuchten. 3. Mose, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Was hat es mit einem Brandopfer auf sich? Und ich fasse kurz zusammen, bevor wir dann zum Ablauf kommen. Ein Brandopfer war ein freiwilliges, ein persönliches Opfer eines Israeliten. Es wurde als Geschenk, als Zeichen, Achtung, als völlige Hingabe gegeben.
Und jetzt haben wir hier 3. Mose, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Ein Brandopfer. 3. Mose, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Bist du da? 3. Mose, Kapitel 1, Vers 3. Ist seine Opfergabe ein Brandopfer vom Rind, so soll er ein makelloses männliches Tier da bringen. Zum Eingang der Stiftshütte soll er es bringen, damit er es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers stützen, so wird es ihm wohlgefällig angenommen und für seine Sühnung oder für ihn Sühnung erwirken. Dann soll er das junge Rind vor dem Herrn schächten. Die Söhne Aarons aber, die Priester, sollen das Blut darbringen und es ringsum an den Altar sprengen, der vor dem Eingang der Stiftshütte steht. Er aber soll dem Brandopfer die Haut abziehen, es in Stücke zerlegen und die Söhne Aarons, des Priesters, sollen Feuer auf dem Altar machen und Holz aufschichten über dem Feuer. Auf das Holz, aber über dem Feuer, das auf dem Altar ist, sollen jetzt die Priester, die Söhne Aarons, die Fleischstücke legen, dazu den Kopf und das Fett. Seine Eingeweide aber und seine Schenkel soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen als ein Brandopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Wie lief hier die Opferung ab? Zuallererst wahrscheinlich hat man hier den Bullen erstmal gefesselt, oder? So ein Tier einfach mitzunehmen, nicht so einfach. Also erstmal fesseln. Und das Zweite, Vers 4, Handauflegung. Die Sünde wird übertragen. Dann haben wir Vers 5, Schächten. Was ist das? Einmal hier durchschneiden, einem scharfen Messer, dann läuft das Blut raus. Das Tier wird ziemlich schnell ohnmächtig, ist dann ein schneller Tod. Das Blut wurde dann an den Altar gesprengt. Und jetzt haben wir Vers 6, für uns komisch wahrscheinlich, die wir doch heute, die meisten von uns Vegetarier, Veganer sind. Hier wird die Haut abgezogen, der Körper wird zerteilt, die Gedärme werden herausgenommen. Und dann Vers 8 und Vers 9, alle Teile, Fleisch, Fett, Eingeweide, Schenkel, bis auf die Haut, sondern auf den Altar verbrennt werden. Ich meine, wusste Abraham, was er da tat? Isaac als Brandopfer darbringen? Das macht ja alles noch dramatischer, oder? Isaac sollte als Brandopfer sterben. Jesus starb als Brandopfer für dich und für mich. Was heißt das? Matthäus 27, Vers 2. Auch Jesus wurde gebunden und gefesselt. Dann haben wir Johannes 1, Vers 29. Jesus hatte die Sünden der Welt in seinem Herzen getragen. Dann haben wir 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Die Sünden haben Jesus umgebracht, unsere, meine und deine Sünden. Und dann haben wir Matthäus 27, Vers 46. Hier haben wir jetzt den Ruf Jesu, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier stirbt Jesus. Er hat diese Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, nicht mehr. Er ist von ihm getrennt. Hier stirbt Jesus symbolisch als Brandopfer. Er gab alles für dich und für mich. Begleite mich heute nach Golgatha. Und Jesus wurde erst einmal gefoltert. Mit einer Geißelpeitsche, da waren Bleistücke drin oder irgendwie Knochenstücke. Und dann hat man erstmal Jesus auf den Rücken gehauen. Der Rücken ist dann aufgegangen, da hat der Rücken geblutet. Fleisch wurde entfernt. Und dann hat man Jesus, ich kann mir das gar nicht vorstellen, Jesus geschlagen. Sohn Gottes, der Schöpfer des Universums. Man hat ihn angespuckt, hat ihn ausgelacht. Dann ist Jesus zusammengebrochen, als er sein Kreuz tragen musste. Er musste sich hinlegen und dann kamen die Nägel. Und die sind höchstwahrscheinlich hier durch die Handgelenke getrieben worden. Da ist der Mittelnerv und das sind unglaubliche Schmerzen. Und dann hängt dort Jesus am Kreuz. Was sind das für körperliche Schmerzen am Kreuz? Du hast da starke Muskelkrämpfe, du hast pochende Schmerzen, es ist eine Unfähigkeit, sich aufzurichten, deine Arme hängen, die Brustmuskeln sind gelähmt, die Luft kann zwar eingeatmet werden, aber nicht mehr ausgeatmet werden, das zwingt den Gekreuzigten, sich immer wieder unter neuen schrecklichen Schmerzen hochzuziehen, immer wieder aufs Neue. Die Bewegungen werden immer häufiger, bis schließlich die endgültige Erstickung droht. Der Brustkorb bläht sich zur Höchstgrenze auf, die Magengrube sinkt tief ein, die Beine werden steif, die Haut färbt sich violett und dann bricht Schweiß im Blut aus
und rinnen zur Erde. Ähnlich wie bei einem Brandopfer starb Jesus plötzlich und schnell. Höchstwahrscheinlich ist Jesus gestorben, ja, er ist so gestorben, an einem Herzdurchbruch. Was heißt das? Das gibt es heute auch in der Medizin, ist aber selten, dass das Herz buchstäblich zerreißt. Diese Menschen, die heute so sterben, sterben schnell, schreien oft und haben schreckliche Seelenqualen und dann gehen sie. Das ist das, was Jesus am Kreuz erlebt hat. Warum? Weil er deine und meine Sünden getragen hat. Und nochmal, ich habe euch da vorhin da ein bisschen mitgenommen. Wenn ich sündige, habe ich schlechte Gefühle, ein schlechtes Gewissen, das macht mich kaputt. Aber dann nehme ich alle meine Sünden, die in meinem Leben jemals passiert sind, ich lege sie in das Herz von Jesus. Wir nehmen alle unsere Sünden, alle der Sünden der Menschen, die gerade aktuell existieren, über 8 Milliarden. Wir nehmen die Sünden aller Menschen, die jemals existiert haben, und wir legen sie in das Herz von Jesus. Das ist doch unglaublich, oder? Und dann stirbt er, weil die Sünde ihn tötet. Warum? Weil du einzigartig, besonders und unglaublich wertvoll bist. Jesus starb freiwillig, unschuldig, als Brandopfer für dich, weil er dich so, so sehr liebt. Janusz Korczak wurde wahrscheinlich 1878 oder 1879 geboren in der Gegend von Warschau. Er war Sohn jüdischer Abstammung und er ging nicht gern zur Schule, weil dort die Kinder geärgert wurden. Sie wurden hart bestraft. Und Janusz Korczak hat gesagt, Kinder sind Menschen, wir sollen Kinder so mit ihnen umgehen, wie mit erwachsenen Menschen. Ihnen gebührt Ehre, Respekt, Anerkennung. Im Laufe der nächsten Jahre hat dann Janusz Korczak sich entschieden, Arzt zu werden. Schließlich hat er gesagt, ich möchte gerne mit einem Lebensprojekt starten, ich will gerne ein Waisenheim aufmachen. Denn viele Kinder, ja, waren obdachlos, da waren Existenzängste, da war Armut, da war Elend und er sagte sich, ich möchte gerne für die Kinder da sein. Und dann hat Janusz Korczak sein Projekt, sein Lebensprojekt angefangen. Und da waren bis zu 200 Kinder, ja, teils noch mehr, bei ihm zu Hause. Er war der Papa für diese Kinder. Im Laufe der 30er Jahre in Polen nahmen die Widerstände immer mehr zu und man hat irgendwie erlebt, hier passiert etwas. Da waren Tumulte und Unruhen. Warschau hat sein hässliches Gesicht gezeigt. Judenhass war an der Tagesordnung. Aber Janusz Korczak blieb bei seinen Kindern. Und dann, 1939, gab es eine neue tödliche Dimension des Judenhasses. Systematisch haben dann die deutschen Besatzer, die Nazis, die ganzen Juden zusammengefercht in dieses große Warschauer Ghetto. Man nimmt an, dass dort bis zu 350.000 Menschen zusammengefercht waren auf engstem Raum. Da herrschte Elend, in Lumpen gehüllte, zu Skeletten abgemagerte Sterbende waren dort und Tote lagen auf den Straßen. Einfach so. Janusz Korczak blieb. Und dann haben einige von dem Untergrund ihn kontaktiert und gesagt, du Janusz, wir haben einen Weg hier raus aus dem Ghetto. Komm, lass doch die Kinder da einfach alleine. Du kannst dein Leben retten. Du kannst dein Projekt, ein neues, ein besseres, ein größeres starten außerhalb des Ghettos. Aber Janusz Korczak sagte, ich bleibe bei meinen Kindern, egal was passiert. Und dann irgendwann hat Janusz gesagt, ich muss etwas tun für meine Kinder. Er hat sie abgelenkt. Er hat mit ihnen gespielt, Theateraufführungen gemacht, Konzerte, Lesungen. Er hat überlegt, wie kann ich das Leben erträglich machen für meine Kinder. Er hat Bittbriefe geschrieben, er hat Fundraising gemacht, er hat irgendwie versucht, Geld reinzuholen, nur damit seine Kinder, damit es ihnen gut geht. Und dann irgendwann bekam Janusz mit, sie sollten versetzt werden an einen neuen Ort. Die Züge warten auf sie, soll rausgehen aus dem Ghetto. Und Janusz Korczak wusste, was das bedeutet. Wieder hätte er gehen können, aber er blieb. Er hat zu seinen Kindern gesagt, macht euch bereit, zieht euch schöne Sachen an. Wir fahren raus in die Natur. Wir gucken uns die Blumen an, die Wiesen, den Wald. Wir machen einen schönen Ausflug. Die Kinder haben sich gefreut auf diesen Tag. Sie gingen in den Vierer rein und Janusz war ganz vorne und hielt das kleinste Kind an der Hand. Und sie sangen, sie waren fröhlich. Der Zug wartete auf sie. Und Janusz stieg ein.
mit seinen Kindern. Er blieb. Als dann alle ankamen am Umschlagplatz, war alles ziemlich laut, düster. Die Nazis haben geschrien, die Hunde haben gebellt. Aber Janusz hat gesagt, Kinder, das ist nichts. Ich bin bei euch. Und die Kleinsten klammern sich ganz eng an ihm und sagen, Papa, schön, dass du da bist. Dann sind sie eingestiegen und wieder hätte Janusz aussteigen können. Aber er ging in den Waggon. Schließlich kamen sie an, am Lager. Einer der Nazis erkannte Janusz und gesagt, du musst da nicht reingehen, du weißt, was auf dich wartet. Lass das doch! Und Janusz sagt, nicht jeder ist ein Schuft. Ich bleibe bei meinen Kindern. Alle mussten sich ausziehen, auch Janusz. Ich stelle mir vor, wer die Kleinsten in seinen Armen hält, wie er sie drückt, wie er sagt, alles wird gut. Ich bin doch bei euch. Habt keine Angst. Und dann zischte das Gas. Und die Kinder haben vielleicht Janusz gefragt, Papa, was ist das? Was ist hier los? Ich kann nicht mehr. Dann haben sie ihn umarmt. Und er blieb. Er blieb bis zum Ende. Janusz Korczak starb freiwillig, unschuldig, als Brandopfer. Er gab alles. Was hat Jesus für dich gegeben? Was hat er für dich getan? Was bedeutet Liebe? Zu lieben und geliebt zu werden. Hast du diese Liebe, Jesu, in deinem Herzen? Hast du Ja gesagt zu der Liebe Gottes? Oder bist du noch im alten Wertesystem gefangen und du sagst, ich kann, ich leiste ja und ich bin ja Gott und ich... Vergiss das. Du bist wertvoll, weil du als Mensch ein Geschöpf Gottes bist, weil Gott dich erschaffen hat, bist du einzigartig, besonders. Du kannst nichts deinem Wert hinzutun, auch nichts davon wegnehmen. Gott liebt dich über alles, egal was du tust, egal wie du dich fühlst. Gott liebt dich über alles. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, ganz wichtig. Bist du bereit, ein altes Wertesystem über Bord zu werfen und zu sagen, ich nehme diese Liebe an? Bei dem Evangelium geht es nicht darum, was du für Jesus tust. Es geht allein darum, was Jesus Christus für dich getan hat. Er hat alles gegeben. Du kannst eigentlich gar nichts tun. Gar nichts. Du kannst nur Ja sagen und das Geschenk annehmen. Und dann wird er dich verändern, er wird dich heiligen und zu einem besseren Menschen machen. Ich habe heute einen einfachen Aufruf für 1, 2, 3 Gruppen von Menschen. Einige von uns vielleicht sind heute hier und jetzt Gefangene Satans. Ja, das gibt es auch beim Josua Bewegcamp. Vielleicht bist du heute gefangen. Im Jähzorn, in der Kritik, im Stolz, in der Pornografie, in irgendwelchen anderen Süchten. Und hier, heute, trägst du eine Maske. Und Jesus sagt, ich möchte dich gerne befreien, dir ein neues Leben, Vergebung schenken. Vielleicht ist es heute an der Zeit, diese eine Sache, die dich von Jesus trennt, ihm zu geben. Dann gibt es noch eine andere Menschengruppe heute hier, die eigentlich eine Beziehung zu Jesus hat und so mit Jesus unterwegs ist, aber irgendwie sich innerlich leer fühlt. Und du sagst, diese erste Liebe, die ich damals hatte, so diese ersten Tage, du kennst das ja, ne? In der Ehe, so die Flitterwochen am Anfang, wuh, alles so schön und so toll. Und dann manchmal wird aus deiner Ehe so ein, aus einem Miteinander, ein Nebeneinander, und dann schließlich ein Auseinander. Und vielleicht ist bei dir und Jesus das auch so wie in einer alten Ehe, so ein Auseinander, so eine WG. Und du liest in der Bibel, weil du es tun musst und du solltest es ja tun. Aber irgendwie merkst du nicht mehr so, wie Jesus dich wirklich berührt, wie er dich anspricht, wie er dich verändert. Du willst gerne wieder zu dieser ersten Liebe. Und dann gibt es noch eine dritte Menschengruppe heute hier. Ich weiß, die ist heute auch hier, die eine aktive, lebendige Beziehung zu Gott im Himmel hat. Du sagst, ich bin voller Liebe für Gott. Ich fließe über und ich möchte gerne diese Liebe weitergeben an andere Menschen. Ich möchte gerne bewusst meinen Lebensalltag neu priorisieren und bewusst mich mehr einsetzen für die Mission, für das Werk Gottes. Vielleicht gibt es diesen einen und diesen anderen Menschen heute auch hier. Ich lade dich ein, wenn du zu der ersten Gruppe gehörst und deine Sünde, die dich heute von Jesus trennt, wenn du diese Sünde heute abgeben willst bei Jesus, lade ich dich ein, aufzustehen. Ich lade dich ein, wenn du zu der zweiten Gruppe gehörst, die erste Liebe wieder haben möchte, einen Neuanfang erleben möchte, lade ich dich auch ein, aufzustehen. Und wenn du zur dritten Gruppe gehörst, du möchtest gerne das Wort,
die Liebe Gottes anderen Menschen weitergeben, lade ich dich auch aufzustehen. Gibt es da heute einen Menschen, der in einer der drei Kategorien fällt? Ich glaube schon, oder? Ich weiß, es ist ein allgemeiner Aufruf und wahrscheinlich stehen die meisten oder fast alle von uns. Aber Gott sieht deine Entscheidung, die du gerade getroffen hast in deinem Herzen. Und das ist wichtig. Nicht, was andere Menschen von dir denken, sondern wie Jesus dein Herz sieht. Und vergiss nicht, er liebt dich über alles bedingungslos. Wollen wir gemeinsam beten? Beten wir gemeinsam. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns so sehr, so unglaublich liebst, dass wir so einzigartig, besonders und wertvoll in deinen Augen sind. Danke, Jesus, dass du auf dieses Sandkorn der Erde gekommen bist, für mich, für dich, für uns alle gestorben bist. Danke, Herr Jesus, wer sind wir? Und wer bist du? Danke, dass du unschuldig, freiwillig als Brandopfer dein Leben für uns gelassen hast. Und während wir hier im Gebet verharren und weiterhin unsere Augen geschlossen halten, möchte ich noch einen weiteren Aufruf machen. Ich weiß, wir sind hier beim Josua-BW-Camp. Wir sind hier, weil Gott uns gerufen hat. Und die meisten, wahrscheinlich alle von uns, haben diese Entscheidung schon getroffen. Zum einen Ja zu sagen für Jesus Christus und zum anderen auch das öffentlich zu bekennen. Aber ich weiß, es gibt heute auch ein paar Menschen hier, vielleicht sind es nur einige wenige, die noch nicht bewusst den nächsten Schritt im Glauben vorwärts gegangen sind, sich noch nicht bewusst entschieden haben für die Taufe. Vielleicht bist du heute dieser eine Mensch, der diese Entscheidung treffen soll, der das schon getroffen hat, aber das heute öffentlich bekennen soll. Ich lade dich ein, diese Entscheidung für die Taufe zu treffen. Taufe bedeutet Neuanfang, ein Neustart, ein neues Leben, Glück, Trost in den größten Krisen des Lebens, Erfüllung und Frieden mit Gott und ein unglaubliches Abenteuer mit unserem Schöpfer im Himmel. Ich frage mich, gibt es heute hier unter uns einen Menschen, der sagt, ich möchte mich gerne taufen lassen in der Zukunft? Gibt es da einen Menschen? Amen. Gott sei gelobt. Ich lade euch ein, wenn ihr die Hände hebt, kommt nach vorne zu mir. Ja? Genau, ich habe da 1, 2, 3 Hände gesehen. Ich möchte gerne für euch ein besonderes Gebet sprechen. Gibt es noch weitere Personen? Braucht keine Angst zu haben, kommt nach vorne. Ich bete für euch, die sagen, ich möchte mich gerne taufen lassen. Gott ruft hier heute, auch beim Josua-BW-Camp. Hier vorne ist genug Platz, wenn der Platz nicht reicht. Weißt du, Gott ruft und er liebt dich über alles. Ich frage mich, was würde passieren, wenn jetzt der Vorhang beiseite geschoben werden würde und wir sehen würden, wie dieser große Kampf zwischen Gut und Böse stattfindet. Weißt du, in diesem Moment, wo Gott dich ruft, kämpfen die bösen Engel, die Dämonen und die guten Engel um dein Leben. Und meine Frage ist, wer soll in deinem Leben gewinnen? In Johannes 10, Vers 10 lesen wir, der Dieb kommt, um zu morden und zu vernichten. Aber ich bin gekommen, damit sie echtes Leben haben. Willst du dieses echte Leben? Gibt es noch weitere Menschen, die sagen, ich möchte mich gerne taufen lassen? Dann komm nach vorne. Sag ja, geh den Schritt vorwärts. Amen. Gott sei gelobt. Ist da noch eine weitere Person, die sagt, ja, ich will gerne diesen Schritt gehen. Wir fragen uns, meint Gott uns? Und wenn nicht, dann beten wir, dass der Heilige Geist wirkt. In diesem Moment, diese Entscheidung kann dein Leben für immer verändern. Das soll ja kein Druck sein, sondern das ist der Ruf Gottes. Weißt du, Gott, er liebt dich über alles und er möchte nicht in den Himmel gehen ohne dich. Deswegen sagt er auch in seinem Wort in Jeremia 31, Vers 3, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Du bist so wertvoll, so einzigartig. Ich möchte gerne dir ein neues Leben geben, ein neues Herz. Gibt es noch einen weiteren Menschen, der sagt, ich möchte mich gerne taufen lassen? Dann komm, die Arme Gottes sind weit, sie sind offen. Vielleicht fällt es dir jetzt schwer, in diesem Moment eine Entscheidung zu treffen. Ich weiß, es ist eine ernste Entscheidung. Und wir mögen manchmal solche Situationen nicht. Wir fragen uns, dann ist endlich der Aufruf vorbei, oder? Aber weißt du, in diesen Momenten wirkt Gott ganz besonders. Gibt es noch einen Menschen, der sagt, ich möchte gerne Ja sagen zu der göttlichen Freiheit. Ich möchte gerne bewusst mit Jesus gehen, mich taufen lassen. Da lade ich dich ein, komm hier nach vorne. Ich weiß, es gibt diese Menschen. Und vielleicht traust du dich gerade nicht. Ist vollkommen in Ordnung.
Ich habe vor kurzer Zeit in Stuttgart-Mitte gepredigt. Ich habe einen Aufruf gemacht zur Taufe. Und ich habe dann gesagt, weißt du, du kannst gerne auch zu mir kommen nach der Predigt. Eine junge Frau kam zu mir, die per Google Maps die Adventgemeinde in Stuttgart-Mitte gefunden hat. Sie hat mich angesprochen, hat gesagt, Daniel, ich möchte mich gerne taufen lassen. Weißt du, wenn du heute, wenn dir der Mut fehlt zu kommen, das ist vollkommen in Ordnung. Gottes Arme sind so offen. Dann komm zu mir, zu jemand anders und teile uns deine Entscheidung mit. Wollen wir nicht Gott loben und preisen für diese Entscheidung hier? Ist das nicht ein Wunder, jeder, der heute hier ist? Ich habe noch einen zweiten Aufruf. Wir haben gestern vom Erhard Wasitschek eine besondere Predigt gehört. Auch heute, der Marc hat das genial gezeigt. Es gibt so viele Menschen, die noch nicht mit dem Evangelium erreicht sind. Laut Joshua Project, das ist so ein Projekt, das uns zeigt, wie viele Menschen, Bevölkerungsgruppen noch nicht erreicht sind. Laut Joshua Project sind mehr als 40% der Weltbevölkerung noch nicht mit dem Wort Gottes erreicht. Wow, mehr als 40%. Das sind mehr als 3 Milliarden Menschen der Weltbevölkerung. Die haben keinen direkten Zugang zu Jesus Christus, zu seinem Wort. Wir wollen doch alle, dass Jesus Christus bald wiederkommt, oder? Wäre nicht ein guter Moment, heute eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Herr Jesus, ich möchte gerne zu diesen Menschen gehen, die noch nie was von dir gehört haben? Vielleicht in das 10-40-Fenster? Vielleicht zu den Millionenmetropolen und dort für Gott zu wirken, zu 100%, Fulltime? Wäre nicht heute ein guter Moment zu sagen, Herr Jesus, ich möchte gerne dorthin gehen? Ich weiß, es ist ein ziemlich intensiver Aufruf. Da steht viel auf dem Spiel. Aber weißt du, wenn Gott dich ruft, dann höre auf seine Stimme. Dann redet der Heilige Geist gerade zu dir und dann sag ja zu ihm. Vielleicht gibt es auch andere Menschen, die sagen, ich will jetzt nicht unbedingt in 10-40 Fenster, aber ich möchte gerne hier vor Ort, in Europa, in Deutschland, in Baden-Württemberg, als Prediger, als Missionar, als Bibelarbeiter, als Evangelist zu 100% für Gott wirken. Wenn du dieser Mensch bist, dann lade ich dich auch ein. Komm nach vorne. Amen. Gott sei gelobt. Gibt es noch weitere Menschen, die sagen, ich möchte gerne mein Leben neu sortieren. Ich möchte gerne zu 100% voll nur für Gott arbeiten. Als Bibelarbeiter, Amen. Als Missionar, als Prediger, als Evangelist. Gibt es da noch weitere Menschen, die sagen, ja, Gott, ich höre dein Rufen. Ich möchte gerne antworten. Amen. Gott sei gelobt. Weißt du, wenn du an der vordersten Front stehst, dann wirst du die größten Wunder mit Gott erleben. Du wirst geistig wachsen. Und du wirst Gott glücklich machen. In Lukas 15 steht, dass jeder Mensch, der sich bekehrt, Freude in den Himmel bringt. Du kannst an vorderster Front für Gott aktiv sein. Gibt es noch einen weiteren Menschen, der sagt, ich möchte gerne Vollzeit für Gott arbeiten? Dann komm. Amen. Gott sei gelobt. Das ist wunderbar, was gerade hier passiert, dass Gott Menschen ruft. Ich bin das nicht. Es ist Gott, sein Geist. Es sind noch weitere Menschen, die überlegen, ja, ich könnte es mir vorstellen, ganz in den Dienst für Gott zu treten. Dann komm, Gottes Arme sind offen. In den Himmel werden wir sowieso nur 2 Dinge mitnehmen. Das eine ist unser Charakter und das zweite die Menschen, die wir zu Jesus führen. Alles andere wird eines Tages sowieso vergehen. Deswegen sag ja zu Jesus, sag ja für seinen Dienst. Ich möchte jetzt gerne ein besonderes Gebet sprechen und wenn du dich taufen lassen willst, wenn du ganz für Gott weiterhin arbeiten möchtest, kannst du gerne weiter nach vorne kommen, mich danach ansprechen. Lass uns Gott danken für das Wunder, das heute hier passiert ist. Wollen wir das tun und gemeinsam niederknien? Beten wir zusammen. Jesus, wir haben heute das Ringen wahrgenommen, diesen großen Kampf zwischen Gut und Böse. Wir haben erlebt, wie du uns hinterherläufst, wie du anklopfst, wie du uns rufst. Herr Jesus, ich danke dir für einen jeden Menschen, der heute Ja gesagt hat für die Taufe. Herr, es ist so ein großes Geschenk, diese Entscheidung treffen zu können. Ich lobe und preise dich dafür. Danke. Herr, ich bitte dich, dass du das gute Werk, was du angefangen hast, in ihnen auch vollendest.
dass du ihre Taufe vorbereitest und dass du sie dann einsetzt im großen Weinberg Gottes. Herr, ich danke dir für die anderen Menschen, die gekommen sind, die zu 100% in Vollzeit aktiv gerne sein möchten für dich. Als Missionar, als Bibelarbeiter, als Pastor, was auch immer, Herr Jesus. Und vielleicht ist das heute die allererste Entscheidung, die sie getroffen haben. Vielleicht eine wiederholte. Vielleicht haben sie jetzt ganz viele Fragen. Aber Jesus, du hast gerufen und du wirst sie in deinen unendlichen Plan offenbaren. Herr, danke dafür. Und Herr Jesus, ich weiß, hier sind noch weitere Menschen, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben. Aber du rufst sie. Herr, ich bitte dich, geh ihnen hinterher. Und hab Dank dafür, dass du uns begleiten wirst, dass du uns über alles liebst und uns fest in die Arme nimmst und dass du, Jesus, bald wiederkommen wirst, wir dann eines Tages sehen, dass dieser Tag hier unser Leben für immer verändert hat. Im Namen Jesu. Amen.